Kann man sich mit dir auch gescheit unterhalten? Naja, sicher. Ja. Mit mir kannst du dich ja gescheit unterhalten. Da brauchst du nur gescheit fragen. Aha. Ja. Das, so ist es. Ja. Wenn du jetzt in Rom warst, beim Papst warst, bei der Audienz warst, warst dann wenigstens einmal beim Beten im Dom. Sicher. Ja, ein Erlebnis, oder? Ist doch Pflicht, bitte. Und? So einen Haufen Leute habe ich auch noch nie gesehen. Eine Menschenmenge. Ja. Tausende von Leuten. Ja. Aber es war ein Erlebnis, aber ich war nicht allein. Gell? Ah, du warst gar nicht allein in Rom? Ich war mit meinem Staubsauger. Mit wem warst du da? Mit meinem Staubsauger, also mit meiner Frau. Ja? Ja. Also ich sag dir was. Michi, ich habe mit diesem Weib habe ich mich geniert. Aber bis unter die Haut. Ja, das verstehe ich nicht. Unter diesen Haufen Leuten fängt meine Frau an zum Brotzeit machen. Was? Ja. Brotzeit machen in der Kirche? In der Kirche. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie ich mich geniert habe. Ja, das glaube ich, das macht mir einer, dass man in der Kirche Brotzeit macht. Ja, was hast denn dann du gemacht jetzt? Ich habe mein Bier ausgesoffen und war weg. Mein lieber Freund. Was denn? Mein lieber Freund. Also, früher habe ich immer gesagt, mein zukünftiger Ex-Freund. Aber das hat sich. Wie lange war man befreundet? Heute nicht mehr mitgerechnet. Sehr lange, ja. Ja. Aber jetzt ganz was anderes. Einige und viele, auch da daheim, werden wissen, dass wir zwei Steirer sind. Ja. Schöne grüne Steiermark. Ja, und jetzt hätte ich eine Bitte, hier in Ruhpolding live mit dir ein Lied zu singen. So. Wie früher schon. Du Spinner, am Stammtisch, am Stanzeln oder sowas. Aus dem Stegreif. Früher? Ja, jetzt hab ich. So wie früher am Stammtisch, als wir noch fortgehen haben dürfen. Oder wie? Wo wir noch nicht verheiratet waren, oder? Genau, Die Zeit. Ja. Und da möchte ich jetzt gestanzelt. Ja, aus dem Stegreif. Ja? Kennt ihr das? Da-da-da-da-dam, da-dam, ba-ba-ba, di-da-da. Okay, also, Burm, haut's rein. Aber schön. Noch. Schön, ja. Schön, gell? Du fangst an. Ich muss anfangen. Ja. Also gut. Ein Metzgerlehrling sagt zu seinem Meister: Meister, unser Wurst, das ist ein Graus. Wenn das rauskommt, was da reinkommt, kommen wir rein und nimmer raus. Pass auf. Und ein Automobil, das ist ein Automobil. Ja, man kann sagen, was man will, das ist ein Automobil. Du. Ich wieder? Ja. Auf der Oktoberwiesen in München, da gibt's Ochsengrot nur. Die Jungen, die werden broten und die anderen schauen zu. Ju, Du, Fräule, du. Ja, mein Dirndl ist lustig und mein Dirndl ist gesund. Das ist ein schönes Lied. Der Arsch hat einen Zentner und das Herz hat einen Pfund. Mein Lieber, du hast vielleicht eine Texte drauf, ist ja unglaublich. Stegreif. Ja, natürlich. Du. Jo, dem hier seine Freundin, die sauber vom Fuß bis zum Hals, bloß der Kopf, ja, der Kopf, der verschandelt heute ist. Du darfst noch mal, aber anständig. Ja. Ja.
Ja, das Dirndl ist schwanger. Und sie weiß nicht von wem. Beim Nachbarn haben sie ein Gasbuket, schiebt sie's auf den. Danke dir.